Für die Böden 450 Gramm TK-Blätterteig, Klammer auf 10 Platten, Klammer zu, 100 Gramm, gehobelte Mandeln, so geht Zucker für die Creme, 2 Blatt weiße Gelatine, 1 Pk. Bourbon Vanille Puddingpulver, 80 Gramm Zucker, 2 Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 375 Milliliter Milch, 1,5 Pk. Bourbon Vanille Zucker, 250 Gramm K und ne Double, 250 Gramm Brombeeren zum Verzieren und Garnieren, 125 Gramm Grine Double, 1,5 Pk. Bourbon Vanillezucker, einige Brombeeren, etwas Zitronenmelisse, etwas Puderzucker pro Stück, E, 5 Gramm, F, 22 Gramm, K, 24 Gramm Kilokalorien, 316. Erstens, den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 200 Heißluft, etwa 180. Zweitens, für die Böden die Blätterteigplatten nebeneinander zugedeckt nach Packungsanleitung auftauen lassen. Nacheinander je 2 Blätterteigplatten aufeinander legen, jeweils auf dem Boden 20 einer Springform, Klammer auf O 26 cm dünn gefettet, Klammer zu, rund ausrollen. Die Teigböden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Den Teig etwa 20 Minuten ruhen lassen. Drittens, die einzelnen Teigböden mit Mandeln und Zucker bestreuen. Jeweils den Springformrand darum legen. Die Formen nacheinander, Klammer auf bei Heißluft zusammen, Klammer zu, auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Die Böden etwa 10 Minuten je Boden backen. Viertens, die Böden sofort nach dem Backen aus der Form lösen und je auf einem Kuchenrost erkalten lassen. Fünftens, für die Creme-Gelatine in kaltem Wasser nach Packungsanleitung einweichen. Puddingpulver mit Zucker, Eigelb und etwas Milch anrühren. Restliche Milch in einem Topf zum Kochen bringen. Angerührtes Puddingpulver in die von der Kochstelle genommene Milch rühren und unterrühren aufkochen lassen. Den Topf von der Kochstelle nehmen. Ausgedrückte Gelatine in dem heißen Pudding unterrühren auflösen. Pudding erkalten lassen, dabei gelegentlich umrühren. Sechstens, unter den erkalteten Pudding Vanillezucker und Creme Double rühren. Die Creme kalt stellen, bis sie anfängt etwas fest zu werden. Siebtens, Brombeeren verlesen, eventuell kurz abspülen und gut abtropfen lassen. Achtens, die etwas fest gewordene Creme nochmals kurz durchrühren und vier der Gebäckböden mit je einem Viertel der Creme bestreichen. Die Brombeeren, Klammer auf große Beeren, eventuell halbieren, Klammer zu, darauf verteilen. Die einzelnen Böden zu einer Torte zusammensetzen. Zuletzt den unbestrichenen fünften Boden darauf legen. Die Torte etwa 3 Minuten kalt stellen. Neuntens, zum Verzieren und Garnieren und ne Double mit Vanillezucker glatt rühren, mit Hilfe eines Teelöffels kleine Häufchen auf die Tortenober.